Digga, Real Talk, ohne irgendwie zu lutschen oder irgendwo die Hand in der Hose zu haben. Ich check bis heute nicht, wie Jordan vor allem jetzt in der jetzigen Situation, Jordan hat die geisteskrankesten Veranlagungen, die es eigentlich so gibt. Er ist groß, Linksfuß, er ist schnell und hat Technik. Das sind alles Voraussetzungen, wo du sagst, wo kann ich diesen Spieler kaufen? Und 50 Zentimeter, komm, gebe ich euch noch mit. Performt er, und jetzt gebe ich dir den großen Unterschied, okay? Und das ist beim Fußball immer sehr, sehr undankbar und das vergessen ganz, ganz viele Leute. Im Fußball wird immer mit zweierlei Maß gemessen, okay? Wenn du 34 Spiele hast, dann wirst du auch gute Spiele dann automatisch dabei haben. Das ist das Normalste der Welt. Das ist das Normalste der Welt. Du kannst von 34 Spielen nicht 34 schlecht spielen. Das ist einfach ein Fakt. Aber es ist der große Unterschied, ob du mal ein gutes Spiel hast und dann aber ein schlechtes und direkt wieder rausgenommen wirst. Du brauchst Vertrauen, du brauchst einen Trainer, der in dich vertraut, wo du sagst, ey, ich weiß, vielleicht war das nicht mein bestes Spiel, aber nächste Woche wirst du wieder spielen, weil ich einfach überzeugt bin von dir als Spieler. Und deswegen sage ich, dieses Vertrauen hat Jordan nicht so in Berlin bekommen. Bei meiner Herder ist dieser Wechsel nach Belgien 10 von 10. 10 von 10. Und jetzt sagen wieder ganz viele Experten da draußen, ja, die belgische Liga kannst du auch nicht mit der Bundesliga vergleichen. Mein Bester, du kannst gar nichts vergleichen, weil nur weil du am Wochenende die Bundesliga schaust, bist du kein Experte. Wenn du solche Aussagen tätigst, dann beschäftige dich bitte auch mit der belgischen Liga. Das kann mir einer sagen, der am Wochenende sich auch hinsetzt und die belgische Liga verfolgt in der Konferenz. Natürlich, Bundesliga ist über die belgische Liga zu 100%, aber das ist kein Riesenrückschritt.